der Text heißt Schnitzel. Ojo, ojo, die ganze Welt ist ein Sozo. Und vielleicht sind wir die Insassen oder auch die Wärter. Und da sind all die It-Girls mit ihren Chihuahuas in ihren Louis Vuitton-Taschen. Und ich sag mir, ojo, ojo, diese ganze Welt ist ein Sozo. Ist den Chihuahuas kalt, kriegen sie einen Pelzmantel. Oder wenn sie Hunger haben, einen Steak. Und ich denk mir, ojo, ojo, ich muss mir aufräumen in diesem Zoo. Und diese ganzen Tierfreunde möchte ich eins mal fragen. Kann man Marienkäfer füttern? Und wenn ja, womit? Und wer futtert eigentlich Marienkäfer? Und wer der, der die Marienkäfer futtert? Und fressen Löwen nur Gnus oder auch Präriehunde? Oder fressen Präriehunde Löwen? Ich glaube eher nicht. Müssen Elefanten furzen? Und wenn ja, wie oft? Können Kakerlaken fliegen? Und wie viel Kakerlakenkacke kackt eine kackende Kakerlake so am Tag? Mehr als ein Kakadu oder nicht? Wer frisst eigentlich Chinchillas? Und ist das nicht eigentlich eine viel zu haarige Angelegenheit? Ich finde, wer Chinchillas frisst, sollte sie ganz langsam zu Tode erschrecken. Denn wenn Chinchillas sich fürchten, dann schießen sie so ein bisschen Haare ab. Und wenn man das genau timet, sind die nackt, bevor man sie frisst. Wieso heißt das eigentlich Minenspürhund? Der Minenspürhund spürt die Bomben überhaupt nicht. Der riecht die. Das muss Minenschnüffelhund heißen. Und wieso heißt das Schildkröte? Die hat doch da hinten gar kein Schild. Das ist eine Panzerkröte. Und können Schmetterlinge eigentlich Loopings fliegen? Und warum heißen sie, obwohl sie im Wasser leben, diese ekligen Viecher im Bad Silberfische? Und warum heißen die, obwohl die nicht zittern, Zitteraale? Und wer außer, ja, wer frisst eigentlich Pottwale? Jetzt sagt nicht die Japaner. Und was schlucken Spechte und sind alle Zikaden schwerhörig? Und wenn Katzen baden so hassen, warum leben die dann nicht in der Wüste? Und kuscheln Quallen oder kuscheln sie nicht? Ich weiß nicht, ich weiß nur eins. Oh, jo, jo, diese ganze Welt ist ein Zozo. Und ich möchte die Wärter und die Insassen erschießen. Und die It-Girls und ihre Louis Vuitton-Taschen. Aber ich habe leider kein Gewehr. Und denk mir, haben Mücken eine Seele und sind angreifende Bienen nicht eigentlich sich im göttlichen Wind suhlende Selbstmordattentäter im Kamikaze-Einsatz? Was frechen Muscheln, hä? Und was macht eine Giraffe, wenn der Huf juckt? Können Affen andere Affen wirklich so gut nachäffen oder sind die gar nicht so gut im Nachmachen, wie wir immer denken? Und wieso heißt das Ding Flusspferd? Das sieht nicht aus wie ein Pferd. Das sieht eher aus wie ein Nashorn ohne Horn. Das muss heißen Flussnashorn ohne Horn, Mann. Und was machen Fledermäuse, wenn in einem Konzertsaal die Wände schalldicht abgedichtet sind? Fliegen die dann dagegen? Und was machen Regenwürger beim Wolkenbruch? Sich freuen. Wer frisst Geier und wer seine Eier? Und warum sind Tiefseefische eigentlich so hässlich? Bloß weil die keiner sieht? Und sind Wiesente eigentlich nicht Wiesenenten? Oder warum sind die bei der Körpergröße und der Kraft eigentlich solche Schisshasen? Und wie warm ist das Blut von Kaltblütlern? Und wer frisst fleischfressende Pflanzen? Und wer frisst fleischfressende Pflanzenfresser? Und sind Schleimpilze eigentlich glitschig? Und wie viele Beine kann sich ein Tausendfüßler brechen und doch noch weiterlaufen? Was ist das Lieblingsobst von Fruchtfliegen? Was macht eine Seidenraupe mit Chlorophyllallergie? Verhungern? Wen mögen Amöben? Und warum? Und wieso kommen inhaftierte Einzeller nicht in eine Gemeinschaftszelle? Macht Milch auch müde Milchkühe wieder munter? Warum sind Kakteen, obwohl sie nicht stechen können, nur obwohl sie auch stechen können, nur halb so nervig wie Wespen? Bloß weil sie nicht fliegen können? Und warum sind Möwen äußerlich so niedlich? Obwohl sie in Wirklichkeit miese, kleine, gierige Mistviecher sind, die sogar Aale fressen. Wenn du die füttern willst und nur einen kleinen Finger hinhältst, ist die Hand ab. Habe ich gerade erst in Hamburg gesehen. Und das Wichtigste ist, ja, wogegen ist eigentlich eine Antilope? Und gibt es eigentlich auch eine Prolope? Und wenn ja, wofür ist die? Ich habe keine Ahnung, aber das könnt ihr mir bestimmt sagen, ihr Tierfreunde. Aber ich denke mir, ojo, ojo, diese ganze Welt ist ein Zozo und keiner räumt hier auf. Ich möchte den It-Girls meine Chihuahuas wegnehmen, aber es wird ihnen gar nichts machen, solange die Louis Vuitton-Tasche noch da hängen bleibt. Deswegen hätte ich gerne ein Gewehr und würde sie alle erschießen. Denn Tiere kann ich nicht leiden und Banker und Idioten und Politiker und Griechen und Nazis und den ganzen Rest auch nicht. Berlusconi ist zurückgetreten, das heißt, Italien ist sowieso pleite, was ich sagen will. Diese ganze Welt ist ein Zozo. Oh, jo, jo. Und ich hätte gern irgendwo einen Notausgang und wäre auf einer einsamen Insel. Geht aber nicht. So bleibe ich drin in diesem Spiel und hätte jetzt gern mal ein Gewehr. Dankeschön.